muss sagen, was so Trefferfeedback angeht, da Gothic eigentlich gar nicht so schlecht war, meiner Meinung nach. Man hat dann schon immer einen saftigen Sound gehört, wenn man getroffen hat. Wie wir jetzt auch wieder sehen werden gleich. Und auch so ein bisschen mit den Blutspritzern. Allerdings steht man sich ja selber gerne im Weg. So, da kommt gleich mal ein Gegner, der vielleicht schon etwas stark ist, aber. Man das Timing aber eigentlich raus hat, sind die gar nicht so schwer. Und ich muss sagen, als ich das der Gothic hier das letzte Mal gespielt habe, da war ich vielleicht. Wie lange wird das her sein, ne? 10 Jahre vielleicht, ne? War ich 14? Habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz viel Erfahrung mit Spielen gehabt. Muss das sagen, es nervt ja schon ein bisschen, dieses Flackern. Also, interessant ist nur, wenn man in eine bestimmte Richtung guckt, dann flackert denn der Charakter und einige andere Texturen. Ja, hier nicht mehr. So. So einen 90-Grad-Winkel flackert. Jetzt fragt sich, warum. Kann ich leider jetzt im Moment nicht sagen. Müsste ich nochmal nachgucken. Das ist ja zum ersten Mal, dass ich dieses Problem habe. Aber Old but Gold kann man auch direkt dazu benutzen, um den ein oder anderen Fehler aufzudecken oder auch zu versuchen, diesen zu beheben. Gerade was es auf neuen Betriebssystemen, also ich laufe hier auf Windows 7 64-Bit-Version, was ja auch nicht mehr die neueste Windows-Version ist, sondern ja, mittlerweile gibt es ja schon wieder zwei neuere Varianten. 8 und 10, weil 9, nee. Ja. Oh, gleich nochmal speichern. Aber ich werde jetzt dann aufhören, so oft zu speichern, weil das sonst halt gar nicht so anspruchsvoll dann wäre. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad in Gothic. Jetzt flackert der Schatten und die Lebensenergie. Die Leiste, was auch sehr nicht so unterhaltsam ist. Aber. Da werden wir sicher auch noch eine Lösung für finden. Wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, dann werde ich den Fenstermodus beenden. Wobei ich nicht wirklich im Fenstermodus bin. Das ist auch sehr interessant. Pfeile. Oh. Ich habe noch nie wirklich in Gothic mit Pfeil und Bogen gekämpft, weil immer so ein bisschen an Feedback da gefehlt hat und man immer so dachte, okay, der Pfeil, der fliegt jetzt zwar in die richtige Richtung, aber treffen tut er nicht. Aber vielleicht werde ich das doch dieses Mal ausprobieren. Habe ich da nicht noch was vergessen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da auf der linken Seite nicht noch irgendwas lag, da im Gebüsch. Ah, doch, noch ein Pfeil und eine Fackel. Hier sieht man auch schon. Also, ich muss sagen, na klar, wenn man jetzt hier die neueren Rollenspiele oder Vergleichbares anschaut, dann wäre hier alles vollgestellt mit nochmal ein bisschen Gras, noch irgendwelchen Büschen. Aber ich finde, das hat hier doch schon einiges an Stimmung, auch hier mit diesem aufgehängten armen Mensch. Gut, der Baum hat einen Riss in der Mitte, aber da wurde doch. Man kommt hier runter, war durchaus eine Lieferung und da sind dann irgendwelche Leute nicht ganz so zufrieden gewesen. Ne? Finde ich ganz schön. Gut, man sieht gerade auch in den Bäumen, was sich da getan hat. Und auch hier im Hintergrund der Wald, die ganzen Kanten.
Aber so stimmungstechnisch sehr schön. Und was natürlich bombastisch war zu der damaligen Zeit, diese Weitsicht. Ich muss hier gerade gucken. Okay. Man sieht, na, jetzt sieht man da hinten auch noch einen Turm. Also hinter dem Turm nochmal einen Turm. Und dann nochmal einen Turm. Der natürlich später dann noch eine größere Rolle spielt. Alter. So, da wird einem ja schlecht, wenn man das sieht. Ich werde jetzt trotzdem mal noch 10 Minuten hier weiterspielen, damit ich mal so 30 Minuten habe an Spielzeit. Aber dann muss ich das dann ändern, weil interessanterweise, ich habe hier Fenster, das Fenster greife ich ab mit meinem Recording-Tool und habe im Spiel keinerlei dieser Grafik-Bugs. Nur mit dem Streaming-Tool habe ich diese Bugs. Und ich jetzt in die Richtung gucke nicht. Hier wieder schlimm. Und okay. Und hier wieder nicht so schlimm. Hier, so fängt es an dann, ne? Woran das wohl liegt, muss ich mal noch nachgucken. Hey du! Was willst du? Oje. Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was Was jagt jagt ihr ihr denn denn so? so? Meistens Meistens Scavenger. Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Auch so ganz lippensynchron. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Wobei Ich es hier, glaube, da ich gibt finde es es in Gothic, da ging es immer noch. Vielleicht kannst du Wenn man ihn sich da einsperren Sachen und anguckt, klauen. Wenn du es aus schaffst, der bring mir eine vergleichbaren Liste. Zeit. Gut, sowas wie Morrowind, da gab es gar keine Sprachausgabe. Wieso? Oh, jetzt, Was kommt hier denn war die dann? erste Möglichkeit, mich zu entscheiden Wenn zwischen du an zwei dem Ort Antworten, jetzt ohne abbrechen ankommst, zu um sie zu können. bezahlen? Ich habe mal hier einen auf dumm gemacht, aber. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Immer. Der nächste Ort ist das alte Lager. Die Du musst nur den Weg Tagebucheinträge von zum mir bekommen. Finden von Aber bei uns Händlern oder bekommst du die Sachen Lehrmeistern. billiger, wenn du Das die System richtigen Leute kennst. kommen wir auch noch Wenn du drauf. ins alte Lager gehst, frag nach Mordrake. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Klar, Erz hier die Haupt Bezahlmethode. Gibt es auch Goldmünzen, die man hier finden kann, aber die sind so als Easter Egg. Ja, nicht so wirklich als Easter Egg, weil es da ziemlich viele, aber so eingebaut sind, um also als Hommage an alle anderen Spiele, denke ich mal. Also ich bin da Danke natürlich dir. nicht mit im Glaub bloß Entwicklungsprozess nicht, dass hier dabei alles gewesen, mehr aber zu ich vermute lesen mal bekannt. fast, dass es so Ist gehen zwar alle anderen nicht so Sachen werden mit holenwang Gold genommen, bezahlt, bei uns aber gibt es auch Gold, aber einige es ist halt würden nichts sogar wert. für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. So, dieser junge Herr, der Drax, der kann einem schon einiges beibringen, glaube ich, Ihr ne? jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, Als aber erstes will er ein alles hat Bier. seinen Preis. Wie immer. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, Gott nimm sei ein Dank Bier, haben erzähl wir mir das was über ein oder dich. andere Bier auf unserem Weg nach unten schon gefunden. Kann der Drax gleich mal einen kühlen Scavenger, Schluck so trinken? nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen
oder einen Kratzer abzubekommen, wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Der bringt einem auch noch, glaube ich, solche Sachen bei, wie Häuten und so weiter. Kannst du den Viecher Zähne, Haut oder Krallen abziehen? An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ja, das kostet dann doch schon ein oder anderen Lernpunkt. Man bekommt für einen Levelaufstieg 10 Lernpunkte. Am Anfang könnte man meinen, es lohnt sich. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich dieser Meinung. Er verlangt ziemlich viel, weil für so einen Zahn bekommt man irgendwie dann 2 Erz. Das heißt, ich bräuchte schon mal 25 Zähne, nur um die Kosten da wieder reinzukriegen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu machen. Fell abziehen, das lohnt sich dann noch eher. Aber Zähne klauen, das ist immer so. Eigentlich fast ein bisschen unnötig. Nein! Wie komme ich an die Zähne? Erst will ich. Hab eh keine Kohle. So. Mal schnell einen Blick auf die Uhr. Na, noch 5 Minuten. Dann können wir fast genau noch ins alte Lager kommen, um dann eine kleine Pause einzuwerfen, um auch mal zu gucken, warum. Mal zu gucken, warum ich dann im Aufnahmetool solche Grafikbugs habe. Die ziemlich nervig sind, ja. Oh ja. Geh weg, meiner. Ja, er hat mir da die XP gestohlen. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, jetzt sind wir hier vor der Brücke. Da gibt es keinen Grund mehr, sich zu auf die Mütze zu hauen. Naja, also, ich mache jetzt hier mal kurz für den ersten Moment mal eine kleine Pause. Wollte auch mal einfach mal reingucken, ob das funktioniert, wie es funktioniert. Hört mal nach den Grafikbugs gucken und meld mich dann hoffentlich bald wieder mit einem zweiten oder einem weiterführenden Teil von Old But Gold. So lang, danke fürs Zugucken und wir sehen uns in Part 2 hoffentlich. Bis dann!